Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich mal, habe ich gerade im Supermarkt entdeckt, im Supermarkt meines Vertrauens, also im Netto. Und heute teste ich mal Rockstar Pure Zero Energy. Ja, komisch. In letzter Zeit fällt mir auf, dass immer mehr Getränke Zero heißen oder Super Zero oder noch eine Steigerung von die Zero und Absolut Zero und ach was weiß ich. Und jetzt gibt es halt Pure Zero, Pure Zero. Das hat hier noch so einen Beinamen, weil es gibt es in zwei Sorten. Ich habe hier noch eins, das werde ich auch heute noch testen. Silver Ice Energy Drink. Ja, Zero Zucker, Zero Koffein, Taurin, B-Vitamin. Was auch Zero? Nein. Okay. Das ganze Teil hat pro Dose, 500 Milliliter sind da drin, 21 Kilokalorien. Unglaubliche 21 Kilokalorien. Hört sich gut an. Die Dose, das Design, ist wieder mit so geprägt. Und das machen die jetzt anscheinend bei allen Neuentwicklungen, dass das so geprägt ist. Finde ich persönlich klasse, ja. Fasst sich ziemlich gut an und fühlt sich auch ziemlich gut an. Also das hier, so wie, ja, ich würde sagen, ja, vielleicht war das von denen so beabsichtigt. Wie so gebrochenes Eis so ungefähr sieht das aus. Ja, also die Dose insgesamt macht einen guten Eindruck. Ist Pfand, ne? Ja. Und da soll Orangensaft mit drin sein. Ja, warum nicht? Probieren wir es mal. Freue ich mich schon sehr drauf. Klingt gut. Riecht auch nach Orange. Nicht schlecht. Okay, Prost. Okay, lässt sich sehr gut trinken. Ja, schmeckt auch total orangig, würde ich sagen. Sorry, bei einer Live-Aufnahme kann es mal passieren, dass ein Auto im Hintergrund ist. Naja. Also schmeckt total gut. Kann man so stehen lassen. Machen wir Bewertung von diesem Silbereis. Also Rockstar Pure Zero Energy Silver Ice bekommt von mir ein 3. Das kann man wirklich gut trinken. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Kann man gut trinken. Ja, das war's mal wieder für heute. Und kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch alles testen kann. Ja, fahr doch weiter, Junge. Ja, jetzt hat er sich wirklich hier hingestellt, um mir die Aufnahme ein bisschen zu versauen. Ha? Ja, sowas kann natürlich mal passieren. Ja. Also, abonniert meinen Channel und ein kleines Like wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, und macht mir Vorschläge, was ich mal alles testen kann. Ich teste wirklich alles durch. Bis dann, allzeit, gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschö.